Und ich sollte vielleicht nicht hier die roten Augäpfel benutzen, fällt mir gerade auf, weil hier werden definitiv viele Neulinge bei sein. Gehen wir mal... Also ich mache es jetzt nur mal spaßeshalber ein bisschen. Gehen wir mal... Nee, da ist wieder was anderes. Was bist du? Mondturm? Was ist der Mondturm? Ah, der Mondturm. Gut. Also hier müssten die Leute ja ungefähr so stark sein wie ich. Das heißt, ich benutze mal... Erstmal den blauen. Geht nicht. Dich können wir auch nicht benutzen. Okay. Also nicht jedes Gebiet scheint dafür geeignet zu sein. Dünnheit. Straight Zelle, nö. Gehen wir hier zu den Zellen. Genau hier. Im Gefängnis scheint ein schönes, eine schöne Arena zu sein für PvP. Schuldige suchen? Nö. Andere überfallen? Jupp, hat geklappt. Also andere überfallen scheint wesentlich einfacher zu sein, als Schuldige zu finden. Wahrscheinlich greifen nicht so viele Spieler NPCs an. CKS? Ja, den muss ich sowieso töten wegen dem Namen allein schon. Wo bist du? Blauer Geist kommt zur Hilfe. Das ist nicht schön. Er war hier. Lalala. Oh oh. Jop. Fast. Oh oh. Der andere ist da. Ja. Schade. Also Necro hätte ich geschafft. Und der hat eine schicke Robe. Der hat die Robe von Straight. Okay. Okay, gib mir meine Seelen wieder. Und das machen wir gleich nochmal. Diesmal stelle ich mich nicht ganz so tollpatschig an. Du. Oh, stopp. Habe ich meine Zauber alle wieder? Ja, okay. Weil ich hätte Abstand... Ich hätte den Bläuling weglocken sollen von dem anderen. Also weil der eigentliche Herr der Welt wusste nicht, wo ich bin. Der Bläuling hat mich gleich gefunden gehabt. Und wenn ich dann weggelaufen wäre, wäre der Blau hinterher und der Herr der Welt wüsste immer noch nicht, wo ich bin. Dann hätte ich den Bläuling töten können und dann, ne? Den eigentlichen Herrn der Welt. So, Tigerfisch. Oder Tigerfisch. Das klingt schon mal einen Ticken besser als drei Buchstaben, alles groß geschrieben. Ne? So. Hier sind überall aber Gegner, das ist nicht gut. Das heißt, ich warte, bis er die Gegner umgebracht hat, bis er sich geheilt hat und dann mal greifen wir an. Und wo ist er? MacDuff hat er schon mal freigeschaltet. Okay. Hallo? Ist er AFK beim Schmied? Kein Schmied. Er hat den Schmied umgebracht? Oder sehe ich den Schmied bloß nicht? Das wäre sehr skurril, wenn er den Schmied umgebracht hätte. Wenn das denn überhaupt so geht. Aber eigentlich kann man ja fast alles umbringen. Und wenn es schlecht für einen ist, dann ist es halt schlecht für einen. Das haben wir ja auch schon gelernt. Na. Das war ultra peinlich. Sehr, sehr peinlich. Schäm. Okay, ich sollte aufhören, PvP zu machen. Es scheint nicht mein Tag zu sein für PvP.
Was nun? Also wir haben noch... Ich sollte mir gleich mal ein Leuchtfeuer angucken. Geht zurück zum Leuchtfeuer. Da. Obwohl, komm, einmal noch. Jetzt will ich nicht irgendwo runterfallen. Sondern Sieg davontragen. Keine Welt für Invasionen? Ernsthaft? Naja. Ist doch alles doof. Na gut, reisen. Wohin? Ich lasse mich gerade inspirieren. Nee, hier waren wir jetzt auch schon längere Zeit. Nee. Das Ding verstehe ich immer noch nicht. Verbandenzelle oberer Wahl. Also ja, da sind Gegner und ja, da war ein NPC-Invasor, aber hier ist sonst nichts und man kommt hier auch nicht wieder weg. Oh, muss ich jetzt aufs Dach springen? Nee, das wird nichts. Ja, also da diesen Hinterhof, da könnte es eventuell weitergehen. Aber da kommt man so einfach halt nicht hin. Und da unten ging es nicht weiter. Also ich kann gerne nochmal gucken, aber... Da werden jetzt immer noch ganz viele Hunde sein, richtig? Ja, nimm mal weniger. Komm. Das war knapp. So. Ja, hier haben wir alles getestet. Alle Wände gecheckt. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Der Schlüssel war aber nicht für hier, sondern für das Gebiet beim Lost Sinner. Und das war's. Warum dafür ein ganz neues Gebiet aufmachen? Oh. Also mit neues Gebiet meine ich, wenn man jetzt auf Reisen klickt bei einem Leuchtfeuer, gibt es ja Untergebiete und Hauptgebiete. Zum Beispiel jetzt bei dem Gefängnistrakt hier haben wir das Gefängnistraktgebilde als Hauptgebiet und da haben wir 5 Untergebiete, wie Straits Zelle, MacDuffs Werkstatt und so weiter. Und das Ding hier ist ein eigenes Hauptgebiet und Untergebiet. Ne? Hier. Mondturm. Das muss was Wichtiges sein. Okay. Gucken, ob ich da irgendwie nur wieder hochkomme. Unten ist nichts, ne? Hier ist nur die Kiste. Da komme ich nicht hoch. Verstehe ich nicht. Okay, vielleicht kommt hier später irgendwann mal ein NPC hin oder... Oder wir hätten von da oben woanders runterspringen müssen. Also von den Gargoyles aus. Trotzdem sehr komisch. Naja, benutzen. Wir würden gerne... Hier haben wir auch recht viel durchgeguckt. Warte mal, hier ging eine Richtung zum Nebel. Eine Richtung ging zu einer Tür. Und die andere Richtung hatten wir uns noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, ich gucke mal kurz da lang. Bevor ich jetzt mich bei der Mühle weiter umschaue, weil da war so viel Giftzeug und sowas, war ein bisschen nervig. Genau hier, bei den Viechern. Da hatten wir es noch nicht zu Ende umgesehen. Oh, komm alle, okay. Lauf. Die vergiften auch. Super. Oh. Heilen. Schnell. Ah. Okay. Erst schaffe ich den einen PvP-Kampf ganz knapp nicht gegen den Bläuling, dann falle ich einen
komisches Loch runter. Jetzt werde ich von solchen doofen Typen hier vergiftet. Das ist doch echt. Grummelkrumpf, Grummelkrumpf. So, große Seelenpfeile. Die dürften jetzt die Viecher one-hitten. Richtig. Nein, warum auch? Die machen fast gar nicht mehr Schaden. Ja, komm, haut, haut. Ist mir doch egal. Ich will meine Seele wieder haben. Vollkommen daneben. Was zur Hölle? Talana war nicht mal ansatzweise da in der Ecke. Oh, das Ding macht ja Flächenschaden. Okay. Also ja, unser größter, stärkster Zauber One-Hit-Team. Aber das, ne? Wäre auch traurig, wenn nicht. Das Ding kann bald Bosse One-Hitten. Ja, okay, das Ding one-hittet die auch, aber... Okay, wir müssen aber vorsichtig sein, wenn größere Gruppierungen davon auftauchen, so wie eben gerade. Lügner voraus. Lügner. Ja, da ist kein Secret, okay. Oh, da ist einer. Au. Hey! Ah. Irgendwas geschmissen oder geworfen. Weg, weg. Keine Verstärkung, okay. Heilen. Und Loot. Ring der Lebenssicherung. Das war der Ring, wenn man stirbt, verliert man keine Seelen. Okay. Muss ich mir nicht angucken, kennen wir schon. Yeah. Oh. Oh, dich kennen wir doch aus dem Piratenboot. Hallo? Ist ein Schritt näher gegangen. Ah, das sind jetzt ein paar mehr Schritte. Und du warst nicht so stark wie der Typ im Piratenboot. Oder ich bin inzwischen doch ein Ticken stärker geworden. Glitzerndes Titanit, einmal. Vorsicht vor links. Links? Oh, links. Dankeschön. Und noch mehr Loot. Drachentöter, Halbmondaxt und goldener Falkenschild. Oh, die lese ich hier mal durch. Drachentöter, Halbmondaxt. Die geliebte Axt des edlen Lothian ohne Schild. Ehemals aus Forosa. Kein Krieger konnte der Wucht des unbesiegbaren Lothian standhalten. Doch er zog sich plötzlich vom Schlachtfeld zurück und man hörte nie wieder etwas von ihm. Einige behaupten, er wurde der Schwäche seiner menschlichen Feinde überdrüssig und zog aus, um den legendären Drachen zu töten. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Und du, goldener Falkenschild. Kleiner, von den Wolgenfalknern getragener Schild, wirkt aus der Entfernung wie ein schimmernder goldener Falke. Die Furchthaftigkeit der einheimischen Folgensoldaten ist legendär. Es überrascht daher nicht, dass zum Ausgleich diese Gruppe von Falknern-Söldnern angeheuert wurde. Die Falkner trauen gerüchteweise niemanden und verlangen sofortige, vollständige Bezahlung. Verwundern sollte dies jedoch nicht. Sie leisten viel mehr als das, wofür sie bezahlt werden. Und dessen sind sie sich auch bewusst. Wie viel wiegst du, Schild? 2. Also falls wir mit einem Schild arbeiten sollten und so, scheint das da nicht schlecht zu sein. Achso, hier links ging's rum. Ja, da. Oh, da ist ein Gebäude. Schrein des Winters. Sucht mächtige Seelen. Das kennen wir. Den Spruch kennen wir. Den hören wir jedes Mal, wenn wir stärker werden wollen. Bei einer gewissen Frau am Leuchtfeuer. Ja, okay. Also da brauchen wir wohl mächtigere Seelen. Also wahrscheinlich die 4 großen Seelen. Okay. Also von diesem Dreierpfad haben wir jetzt die Wahl zwischen Nebel, einer Tür, wo wir einen Ring brauchen,
und einer Tür, wo wir mächtigere Seelen brauchen. Das heißt, es geht hier auch nicht wirklich weiter. Das heißt, das Einzige, was ich sehe, wo es weitergeht, was mir jetzt ad hoc einfällt, ist die Giftmühle. Schade. Aber na gut. Zoink. Viel Erfolg. So, Reisen. Hier, die Minen. Ist das das Nähere von den beiden? Ich glaube schon. Guck mal kurz hin. Ja, ist das Nähere. Hier sind die großen Jungs. Okay, also nächste Folge kämpfen wir uns jetzt nochmal durch das Gebiet hier durch. Wo wir schon recht viel aufgedeckt haben mit den Typen, die die Holzbalken weggeschlagen haben und unten der Giftsuppe rumgeturnt und was weiß ich. Also das meiste hatten wir schon erforscht, denke ich zumindest, bis auf halt der Hauptweg Richtung Mühle. Und da gucken wir uns dann gleich um. Also bis dann.